Und los. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Feldsturm. Ich habe heute die Ehre, dass ich von meinem Kollegen Plankton begleitet werde. Hallo. Hallo, hallo. So, wir haben ein Spiel gespielt, also mehrere Spiele. Das machen wir Und ab und zu mal, Spiele spielen, ja, Freizeitmap. wenn wir nicht gerade lernen müssen, dann machen wir das. Und die Map auf Deutsch. Ruinen von Tarsonis oder so, glaube ich. Das könnte gut sein, ja. Die 2-2er-Maps merkt man sich nicht so oft. Nee, muss man glaube ich auch nicht unbedingt wissen. Ja. Unsere Gegner hier oben rechts, Syrakus, Serg in Shikoki. der. Hieß das Syrakus? Ja, ne? Oder Syrakus, keine Ahnung. Syrakus oder so? Keine Ahnung. Syrakus. Und Goli. 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 Ist bestimmt so die Verniedlichung von Golem. Weißt du? Ja, kleiner Goli. Goli. Und ich unten rechts und Plankton ist daran unten links. Wieder im schönen Königsblau. Das ist typisch Space Marine-like, ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein Ultramarine. Und blutrot für den Feldsturm. Blutrot. Na, so muss es Was sein, merkst du sehe ich das? aus? Wie sehe ich aus? Sieht aus wie von Warhammer, wie so ein Space Marine-Spieler. Ja, von Ultramarines. So richtig Königsblau. Kann sogar Marines bauen. Gucke an. Ne? Das habe ich auch schon in dem Incast verrissen, da habe ich gesagt, dass du Space Marines hast. Meine sind Space Marines, muss ich zugeben. Also, sie sind auf jeden Fall so Die haben auch cool, eine dass sie auf Kettensäge jeden Fall. dabei und können nicht auseinandersägen. Haben sie? Meine schon. Das Meine guckst du mir dann schon. gleich mal an, sobald du den ersten draußen hast. Was passiert hier? Ich spiele in 14 Pool. So wie immer. Und der Gegner hat gespielt, ich weiß gar nicht, es war ein 10 Pool, oder? Ja, der Syrakus, glaube ich, hatte Tenpool gespielt, ja. Also, der hat zumindest den Pool jetzt schon draußen. Und es war eigentlich ein Hallo. schönes Spiel, ne? Ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig dran erinnern. Also, es war, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Zumindest habe ich es mir gespeichert. Das ist natürlich. Ab und zu passieren uns auch gute Spiele. Ja, also es kommt hin und wieder mal vor. Also. Ja, was passiert hier? Ich sag mal schnell, was ich mache. Ich habe meinen Gas gebaut. Dann werden auch dann die ersten Drones bald reinrennen. Werde hier vorne jetzt meine 16 Expand hauen. Wahrscheinlich ein bisschen spät, aber es ist okay. Die Gegner machen, wie gesagt, diesen Spawning Pool hier oben, den Tent Pool, machen einen Roach Swarm, tacken ein bisschen hoch. Der andere hat jetzt auch seinen Spawning Pool. Was machst du, Plankton? Ja, ich gehe erstmal auf 13 Gas und mache meinen Orbital Command Center bei 15, glaube ich, war's. Ja. Also ein Standard-Opening für Terraner. Mach allerdings zwei Racks am Anfang hin, dass wir ein bisschen die Ramp da vorne zukriegen. Doppel-Circus ist immer ein bisschen gefährlich, dass Allerdings. man schnell mal gerusht wird. Ich kann mich noch gut an den Double Six Pool erinnern. Ja, das ist uns beim Replacement-Matches ziemlich oft passiert. Ja, das war ein bisschen mies. Hier kommt schon der erste Creep-Tumor von mir. Die Gegner. Ach ja, Kommt der erste stimmt. Scouting-Zerg von den Gegnern, wird erstmal von meinen Marines weggefangen. Ich hab's gerade noch geschafft, da hinzugehen. Ne? Ich habe noch die rote Wolke gesehen. Naja, das ist. Ich hätte sie schon beinahe wieder verpasst, Da das hast du die Gun. Kettensäge verpasst, ja, von meinen Space Ich kann Marines. mal ranzoomen hier. Ne, haben sie da Ich will da eingestellt. nie Haben sie mitnehmen. am Ach, hast du Taschenmesser eingestellt? dran. Am Taschenmesser dran. Achso, okay. Also ich weiß, dass deine SCVs, die haben sowas. Die haben diesen Driller. Ja. Diesen Bohrer. Das würde ich vielleicht als Kettensäge durchgehen lassen, aber. Ja, wieder zurück zum richtigen Spiel. Ja. Ich baue jetzt meine Factory, dass wir ein paar Siege-Tanks rauskriegen, um die Echse vom Feldsturm wenigstens gut zu sichern, weil doch da vorne mal ein bisschen exposed ist. Das war eine Breite schöne Ramp. Idee. Ich werde dann auch in geraumer Zeit da vorne wieder Bunker hinstellen, glaube ich. Mein Fehler mit der Doppel-Rex vorne an der ersten Rampe war, dass ich später meine Siege-Tanks nicht mehr durchgekriegt habe und dann die immer anheben musste. War ein bisschen nervig, aber es ging, weil ich habe jetzt auch einen Tech Lab rangebaut und das konnte ich halt die Rex so nicht mehr wegsetzen. Ja, Oh. also ich würde es nicht als Fail bezeichnen, aber Ja, es war ein bisschen umständlich dann. ja, Das es war längst nie noch. ganz vollends durchdacht, aber zurück zum Spiel oder zum eigentlichen Geschehen, was die Gegner hier machen. Die setzen schon mal einen Spawncrawler hier oben Deine hin. Roaches kommen nicht raus. Das ist sie genau, Tanzen sie, guck mal. ne? Ich werde mich da durchhacken. Ach ne, ist ein Replay. Durchhacken, Ja, ja. ne? A-Click auf Pass meine mal auf, Einheit. pass mal auf, wenn ich mich hier in der Vergangenheit bewege. Die Gegner hauen zwei Spawncrawler hier oben raus. Also zumindest der Türkise hatte scheinbar Angst gehabt. Hat jetzt auch schon seine Evo Chamber hier sitzen. Gulli geht inzwischen auf den
den Leertag, den habe ich noch nicht. Warte ich bestimmt jetzt noch aufs Gas. Kommt bestimmt, irgendwann. Ansonsten passiert dann noch nicht sehr viel. Ich habe meine Linge hier an den Towern stehen. Damit wir ein bisschen Vision kriegen. Die Units Tab sagt auch noch nicht viel, also alles ziemlich ausgeglichen. Ja, sieht alles ganz gut aus. Ein bisschen viele Särklinge haben sie schon. Aber was heißt bisschen viele, haben auf jeden Fall mehr als wir. Oder als ich habe gar keine, ja. Ja, ja. Ich muss da mal was ändern dran. Ja, selbst vielleicht mal so spielen. Oh, mal schauen. Nächste Saison vielleicht. Ja. Mein so, Roach, ich mach jetzt vorne meine Bunker bei Fälschungsechse hin. Der Creepspread erlaubt mir leider nicht, meinen dritten Bunker zu setzen, weil der irgendwann wieder da ist. Wo ich dir gesagt habe, lass das Scheißding da weg, aber. Ja, ich war nämlich in Unschuld, ne? Weißt du, ja. Ja, ja. Hättest du einfach drei SCVs nehmen können. Jetzt kommt mein Siege-Tank nicht durch. Oh, Scheiß. Ja. Ja, jetzt hier deine. Hat Schaden genommen? Nee, hat nicht. Gut, gerade noch so die Handbremse angezogen. Ja. Das ist gefährlich, ne? So ein Ziegstein gegen ein Gebäude rasselt. So, der Gegner hat jetzt sein Hydralistenbau fertiggestellt, der Goalie. Den haben wir, glaube ich, auch sogar gescoutet irgendwann, ne? Also rechtzeitig. Oh du, das kann ich dir nicht sagen. Dann gucken wir mal, wir haben noch nicht gescoutet. Ich habe ja vorne schon den Container hochgezogen. Zumindest, ja, so ein bisschen stimmt. Ja, also zumindest habe ich meine Truppen hier gesammelt. Der Rest steht hier in der Mitte, rennt jetzt mit hoch. Wir haben noch gar nicht gescoutet, sehe ich gerade. Nö, die sind ja auch nicht gekommen. Da habe ich mir. Ich glaube, du machst dann hinten mal den Scan, als hier gerade dieses Bading-Nest runtergeht. Da müsste gleich kommen. Ja? Der kommt gleich. Ich warte. Da kommt er. Da ist er, ja. Da sehen wir wenigstens. Naja, da sehen wir auch nur Roaches momentan. Auch nichts Neues, wenn man gegen Sarg spielt. Nee, nie wirklich. Also Roaches sind immer dabei. Du gehst mal rein, guckst mal nach. Ja, hab da gesehen. Das sind Roaches, die wir gedacht haben. Ja, was man sagen kann, Goalie geht jetzt schon auf Hydra, macht auch das Missile Attack Nummer 1, beziehungsweise dieser Stachelprofil. Grooved-Spine. Ja, Stachelprofil bei Deutsch. Ey, ist cool, ich habe ja ein deutsches Ding, da können wir uns mal. Ach, das ist gut, weil ich habe ein Problem damit, das, das nochmal zu übersetzen. Groove, also der hat auf jeden Fall einen Groove gefahren, ne? Ja. So, was machen wir hinten eigentlich? Mein Siege-Tank kommt wieder nicht raus. Du tanzt da ein bisschen rum. Ach, da oben. Der tanzt, der fährt ja interessant. Ja, der tanzt. Was ja, wo will der eigentlich alles hin? Können, ne? Wo will der eigentlich hin? Der will nach vorne. Ich hab den Valley Point vorne auf der Rampe gesetzt. Na, du wolltest bestimmt den Container verstärken und ja, genau. Das hat nie geklappt. Nee. Und deswegen haben wir so abgekackt. Ne? Sieht's aus. Ich hatte auch, glaube ich, noch nicht mal Siege Tag. Das habe ich voll verplant irgendwie. Ach ja, das war das Spiel. Ja, das war jetzt behindert. Syrakus macht auf jeden Fall schon die Zentrifugalhaken. So ist das auf Deutsch, oder? Centrifugal Hooks. Hooks ist ein Haken. Ja, das ist wichtig, ja. Der Captain Hook. Wird ja schon erforscht. Und ich mach die Clear Reconstitution. Kannst du mir das mal übersetzen? Clear Neubildung. Neubildung. Mhm. Interessant. Ändert sich da an dem Model irgendwas, dass man das sieht? Nee. Achso, was ist das für Roaches oder was? Für Roaches ist das, ja. Keine Ahnung, ich geh mal ran. Also bei den Zirklingen, die kriegen ja dann diese kleinen Flügel. Ja, genau. Und, das ist ja eigentlich ganz süß. Ich weiß nicht, wir können mal gucken, wenn es da soweit ist. Ja. Wollen wir uns verquatschen, was hier vorne passiert, wir ziehen zwei Bunker hoch oder Plankton macht das. Ich habe meine Zirklinge schon nach links gestellt, dass die von den Banding Bass nicht zerlegt werden. Der in geraumer. Alter, das waren echt viele, ne? Echt? Ja, das waren, pass auf. 27 Stück. Und der baut noch, ne? Jetzt nicht mehr. So. Da kommt jetzt. Ja, aber. Oh. Die haben sich ja alle im Bunker gefangen irgendwie. Das sind aber viele meine Roaches hier rein. Links, meine Links hat es komplett zerlegt, links. Ja, meine Tanks ohne Siege Mode leider. Wenn ein bisschen geowned. Oh. Da haben wir gar nicht auf die Mütze bekommen, ne? Ja. Was wir das dann geschafft haben. Gucken wir mal auf die Units Lost. Oh, das sieht schlimm aus. Also was haben wir hier nach Adam Ries? 2-9, 3-9, fast 4 bei uns gegen knapp über 3 bei den Gegnern. Das ist noch relativ. Der Gegner produziert irgendwie gerade nicht. Goalie hat gerade 900 Mins gehabt und fährt bloß ein Upgrade. Und Syrakus. Ja, Syrakus haut jetzt endlich seine Echse. Ja, Bede gerade. Bede jetzt, ne?
Sammeln hier vorne ihre Truppen. Was haben wir gemacht? Du gehst auf den Planetary for Rotted Diseases. Genau, weit ist da vorne, ja. Kann schon. Und Infantry Weapon Aims. Ach, jetzt kommt Changeling. Changeling sagt rein. Ach ja. So, da kommt der Marauder. Ja, aber wisst ihr, guckt das mal, wo ist er hin? Geht euch leider was. Und los geht's. Ist schön, wie der läuft. Ich mag den. Oh, schade. Ist kaputt gegangen. Schade. Ja, Hochtecken, ne? Syrakus geht jetzt auch auf Hive, Quatsch, auf Hydralisk. Und schafft's dann doch nach 15 Minuten seinen Metabolic Boost zu schieben, ne? Ja, den braucht man eigentlich gar nicht. Den Metabolic Boost? Achso, ja. Er macht ja sowieso nur Banelinge. Genau, und die Haken hat er auch schon, also schnell ist er so. Ja, also es war nie wirklich eine Tech. Ach doch, die hat er dann später benutzt. Der ist auch dann immer rechts lang gerannt. Aber ich will nicht vorgreifen. Ja. Ja. Was machen wir eigentlich? Wir pumpen. Wir pumpen Truppen. Der Gegner, Goalie, ja, also der niedliche Golem. Was wir machen, ich habe Mudas gebaut. Das habe ich total verpasst jetzt. Die fliegen jetzt hier schon links hoch. Ja, leider. Muss ich sagen, weil es ziemlich viele Hydras da waren. Aber es hat ja funktioniert, in dem Sinne, was wir machen wollten hier. Ja, ne, wir wollten ja eigentlich nur ein bisschen, ne? Mit den Mudas wieder. Wir haben mal die Queen rausgenommen. So. Noch gut. Sterben hier ein paar Arbeiter. Jetzt kommen sie natürlich mit dem ganzen Pult wieder hoch, komplett alles. Ja, also die haben auch, wenn man mal die einzelnen Spiele anklickt, irgendwie keine Befehlsgruppen gemacht, außer Goli, der hat mal seine komplette Armee auf der 1 gelegt. Ja. Syrakus hat gar keine Befehlsgruppe. Ja, Syrakus, der macht es schon richtig, die Bandlinge gegen Mudas. Ja? Ja, das ist da die. Muss ich aufpassen. Die bouncen dann hoch. Ja, ja. Die haben ja dann diese Zentrifugalhaken, nutzen genau. Dann irgendwie die Erdumdrehung und ich weiß auch nicht so richtig. Ja. Die landen. Aber das dauert eine Weile, da dürfen sich die Mudas eine halbe Stunde nicht bewegen. Also das habe ich jetzt gut gelöst, ich habe sie wieder zurückgezogen. Ja, das war gut, du hast sie bewegt, ja. Das ist sick, Benling, Mutter gegen Benling Micro. Auf jeden Fall. Du hast bewegt. Der Syrakus macht jetzt auch die Grooved Spines, so wie das Goli vorher gemacht hat. Goli geht jetzt auf Level 2 Missile Attack. Was mache ich? Ich gehe auf Level 1. Hier sieht man übrigens, wie schön Benlinge und Siege Tanks geholt werden. Platzen können. Und bumm. Ja, einer ist angekommen, oder zwei. Ja, zwei Marauders. Die haben sich gedacht, was? Ja, jetzt geht er natürlich hoch zur Goldechse, aber da war noch nichts. Jetzt kommt der Sick hier Ling Micro, ne? Hast du das gesehen? Ja, ja. Hast du in die Ecke gestellt. Ja. Jetzt kommen sie runter und wollen die Steine, glaube ich, kaputt machen. Also erstmal gucken, deine Echse ist, glaube ich, aber. Ich glaube, meine Echse ist gerade eine. Ja, hast du gerade gebraucht. Keine schlechte Idee, die wäre fast fertig geworden. Wir haben jetzt die Steine weggeholt, da wurden wir ein bisschen überrascht, wenn wir nicht sagen, aber wir hatten irgendwie zu spät was hingestellt. Na, meine Idee war, dass du hochgehst und in der Mitte verteidigst und ich von hinten reinrenne. Aber, Das haben wir weder noch gemacht. Nein, du bist dann von hinten gekommen, oder? Ja, ich bin dann mit den Linken. Ich leider auch, weil meine Armee das für kürzer hielt, so rumzulaufen, anstatt andersrum. Ja, du bist bestimmt dann vorne nicht richtig durchgekommen, durch deinen Warden oder so. Ich glaube, das hieß ging. Nee, das war irgendwie kürzer, immer nur vom Weg, deswegen hat er, glaube ich, so rumgeschickt. Ja, das kann auch gut sein. Also, wie man sieht, machen sich Mudas gegen Hydras enorm gut. Ich habe wirklich die Hälfte verloren. Ich habe auch meinen Brutschleimpool verloren und, ich habe, glaube noch irgendwas. Die Queen ist tot, die Drones. Da habe ich alle hier runtergezogen, glaube ich. Ich glaube, ich habe keine einzige Drone verloren. Ja, und Syrakus und Goli pumpen jetzt einfach nur noch Hydras. Ja, Hydras und Linge. Nichts anderes. Naja, Linge ein paar hier, aber. Also, Goli macht gar keine Linge. Der macht jetzt noch ein paar Drones. Die haben aber auch komplett runtergeschossen gehabt jetzt. Wir waren ja, also man muss nur mal auf die Units Lost gucken. Also wenn man da jetzt mal zusammenrechnet, sind wir bei ziemlich genau 10.050, wenn ich, ja. Mhm. Und wir waren ja im Rückstand, oder ne, wir hatten mehr, also wir waren im Hintertreffen. Wir hatten mehr verloren. Genau, wir hatten mehr verloren. Da habe ich immer Probleme, wenn ich das erzählen möchte. Ja. Mir fällt dann das korrekte Verb immer nicht ein.
Was pickst du hier auf die Gegner Goldechse? haben über 11.000. Ja, ich habe dich gebeten gehabt, die Goldechse freizuräumen. Das passiert dann auch. Ja, ich spiel schon los. Ne? Zeit. Mudas, geh wieder vorne rein. Du fährst ja dann schon die Tags für dein Mac. Beziehungsweise das Stimpack schon wieder. Stimpack schon wieder? Ne, das war ein bisschen spät in dem. Es ist mir aufgefallen, ich habe irgendwie erst bei 20 Minuten Stimpack erforscht, weil ich irgendwie zwischendurch immer kein Gas hatte oder so und dann habe ich es irgendwie schleifen lassen. Du, ich will nie lügen, aber ich glaube, du hattest vorher das Stimpack schon drin und hast die Barracks angehoben und dann hat das Taglab aufgehört zu produzieren. Das kann möglich sein. Das werden wir dann sehen. Das wird ja dann alles auf YouTube zu sehen sein. Ich glaube, ich habe vorher schon gesagt, du hast Stimpack in Produktion und das wird es bestimmt abgebrochen haben. Dann ist er noch viel dämlicher, als kein Gas zu haben. Ja. Ja, aber das nehme ich gerne in Kauf. Das probiert wieder ein Tank durchzukommen. Nee, probieren sie nicht. Wo ziehen die hin? Die fahren links lang jetzt. Die schützen deine Echse. Also die machen auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles. Oh. Jetzt habe ich beinahe verpasst, wie die Tanks hier vorne drauf gehen. Da kamen die Linge angerannt und haben sich die Tanks geholt. Leider zu viele, ja. Ja, Goli macht jetzt die nächste Echse hinten links. Produzieren irgendwie beide nicht. Die Gegner. Unglaublich 1600 viel. Mins hat Goli. Und macht jetzt. Oh, jetzt macht er mal 6 Hydras. Hat immer noch 1000 Mins. Das ist das Problem. Der hat keine Hotkeys für seine Produktionsgebäude. Also für seine. Ja, Lerns. Gar nicht halt, ne? Für gar nicht. Und hat oben drauf geklickt, hat es gemacht. Unten, also unten, dann oben und dann links. Und dauert eine Weile. Dauert also ich hoffe, er guckt sich das an, ein ganz kleiner Tipp. Legt sie doch, so wie ich das gemacht habe, ich demonstriere das jetzt mal, auf die 4 oder auf jede andere Zahl, wie du möchtest. Einfach deine Produktionsstätte. Und produziere mit allen. Und schick deine Mudas gegen Hydralisten in den Kampf. So wie ich das gerade gemacht habe. Das ist immer richtig schlau, ja. Die enden auch in einer wunderbaren Wolke aus Blut. Ist immer schön anzusehen. Ja, es ist ein schöner Effekt auf jeden Fall. Wollt ja der Effekt, wenn die Hydras hier... Kommt schon wieder die scheiß Linge und machen 3 von das Geschenk kaputt. Schade. Link auch nicht. Ja. Ich baue doch gleich wieder 20, weil es so gut funktioniert hat. Ja. Du gehst mittlerweile auf Legal Weapons Level 2. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Warum kann eigentlich? Man machen. Die Siege-Tanks? Oder hast du hier Tors benutzt? Beides, ich bin jetzt glaube ich demnächst auf Thors gegangen. Ich finde diesen Effekt so schön, wenn die Hydras in dieser grünen Edswolke. Ja, ich habe jetzt 4 Racks mit Tab, 4 Factories mit Tech-Cap dran. Ich glaube, jetzt gehe ich demnächst auf Thors. Ich habe ein bisschen Geld gesammelt, aber gerade weiß ich nicht, warum ich gerade nicht baue. Du hast ja gerade die nächsten 2 Siege-Tanks von links zu legen lassen. Ach deswegen, das wollte ich mir angucken, wie das funktioniert. Ja. Hast du dir deine Tüte Popcorn geschnappt, oder? Ja, da ist mir mein Makro ein bisschen abhanden gekommen. Ja, ein Tag wird hier gar nicht gefahren. Ich habe das in diesem Spiel auch absolut verrissen. Ich habe Stufe 1 für Ground und Stufe 1 für Missile Attack. Kein Panzer und nichts. Ich war relativ vorausschauend. Ich habe mir schon hier unten die Echse gesichert. Und hier oben die Gold-Echse. Das sieht man jetzt auch im Income. Ich habe gleich mal 1600. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Ansonsten. Ja, nur Linge kommen jetzt von den beiden Zerg-Spielern. Also bestimmt gemeint haben, ja, gegen die Siege Tanks funktioniert super geil. Ja, ich hätte auch vielleicht einfach mal Infestoren bauen können. Dann wäre das mal ganz schnell vorbei gewesen mit den Lingen. Wieso baue ich denn keinen? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder keine Mins? Ich habe keine Tors gebaut und immer noch keine Mins. Ah, hier drüben ist gerade Epic Link Micro, wie man es hier sieht, und da wird abgefangen. Guck mal auf die APM, da ich gerade bei Epic Micro bin. Ich fahre wieder meine Paar 60, also Standard bei mir. Die beiden Zerg-Spieler sind zu langsam, das muss man sagen. Auch wenn er jetzt gerade 260 hat, aber ich kann auch meine 400 haben, wenn ich einfach nur meine Armee durch die Kante schicke. Also das hat da nichts zu bedeuten. Zurück zur Produktion. Ja. Jetzt kommen meine Tors raus, genau. Genau. Terran Vehicle Plating. Jetzt hatte ich natürlich auch keine Mins mehr, um Tors zu bauen. Mal ab und zu mal. Ah. Ja, die Mins habe ich dir die nicht gegeben gehabt? War das Spiel? Ja, ich war jetzt ausgemeint auf meiner Main Base und ich bin jetzt links die Extra.
fliege ich da mal kurz rüber. Ja, also hier ist gerade noch der nächste Kampf. Was da passiert, man sieht einfach, dass Hydras ein paar Hitpoints weniger haben als Roaches. Und dadurch einfach schneller sterben. Und Syrakus baut wirklich nur noch links. Oh. Also das ist echt. Hat er kein Gas? Oder hat er auch viel Gas? Der hat 2500 Gas. Der hätte schon lange mal auf Ultralisken gehen können, würde ich sagen. Aber er hat ja noch kein Hive-Tag. Ja, du hast ja auch rechts oben seine Echse weggeholt, oder? Hast du das gemacht gehabt? Nee, der hat ihn nie eine gehauen. Oder bist du mal hochgerannt und hast mal geguckt, oder? Ich glaube, ja. Irgendwie so war das so. So, nee, wir gehen jetzt einfach nur vorne rein. Achso, wir haben jetzt gesagt, Kopf durch die Wand. Ich bin noch ein bisschen gemächlich im Angriff. Thor ist ein bisschen langsam. Thor haben auch schon 2-0er Upgrades. Ja, das ist kurz vor 2-1. Das dauert jetzt noch 40 Sekunden. Ich habe es endlich geschafft, die Armor. Nee, das bin ich gar nicht. Ich bin noch rot. Ich erzähl nichts. Ich habe es nicht geschafft. Nee, hast du wirklich nicht. Ich habe eins der schlechtesten Upgrade-Spiele gespielt. Aber hey, wir sind Silber, ne? Da kannst du doch ohne Upgrade. Wir haben übelst wenig, also ich habe übelst wenig Einheiten bei mir heute. Wie so 6 Marines und 3 Marauder. Und ein paar Tanks, die in der Kurie stehen. 8 Stück. 8 Tanks, was ist denn? 4 hier? Ja, da oben in der Mitte stehen ein paar. Verteilen. Ja, aber wie ich auch immer sage, ich nehme Tanks ungerne für einen Angriff, für einen Push, weil mir die einfach zu träge sind mit dem Siege-Mode und du haust deine eigenen Menschen weg, also Menschen in dem Falle bei mir. Oder wenn du 2 gegen 2 spielst, auch einfach die Roaches vom Feldsturm zum Beispiel, weil. Ja. Willst du etwa sagen, dass Roaches keine Menschen sind? Nee, sind komische Menschen. Die sehen ein bisschen komisch aus, muss ich zugeben. Das ist ja Special Needs. Syrakus ist jetzt schon raus und jetzt machen wir noch schnell Goli kaputt. Jetzt hat ein Goli noch den Income. Goli hat die Echse ganz links. Ja, baut noch schnell neuen Roaches nach, weil er noch denkt, damit kann er noch was reißen. Ja, wir können auch Syrakus Lost Tab gucken. Wie man sieht, bin ich und der Verlierende Syrak relativ. Er hat 50, ich habe 50 mehr verloren, jetzt ein bisschen mehr. Und Plankton hat sehr gut gewirtschaftet und sehr gut gekämpft, würde ich sagen. Und hat da relativ wenig verloren. 8000 weniger bald, 7000 noch was. Das war eigentlich alles schon ganz gut. Ja. Warum ich den Roachworm hier oben rechts nicht gekillt habe, da hätte er einen Schuss mehr gebraucht. Naja, weil der ja auch eigentlich schon raus ist aus dem Spiel. Stimmt. Deswegen. Ja. Ja, und die Echse hier links haben wir noch gar nicht gesehen gehabt, die er noch übrig hat. Ja, mir war das fast klar. Ich habe mich schon gewundert, warum will er noch weiterkämpfen? Was kann er denn noch haben? Ja. Da war dann aber auch schnell Sense, der Roachhorn ist dann weg gewesen. Ja. Jetzt, da kam halt nur noch. Hat er noch mal Linie gepumpt oder so vielleicht? Ja, Roaches hat er noch gepumpt. Ja, jetzt. Achso, als wenn er weg war, dann nicht mehr, ne. Gucken, was er jetzt macht. Macht er noch was? Hat er angewählt zumindest, sehe ich gerade. Jetzt überlegt er sich. Nee, nicht so richtig. Jetzt macht doch 12 Linge, ja. Ja, die uns natürlich noch raus. Also die könnten noch komplett unsere ganze Arme shredden. Ja, auf jeden Fall. Also. Er hat noch eine Armee von 10 Overlords als Armee. Na, hat unten nur noch 8 bis 5. 13, ja. Roaches, ja. 13 Roaches. Ich mache ja noch eine relativ schöne Konkave, aber. Ja, was willst du machen, ne? Ja. Irgendwo ist dann auch gut. Okay, wie ich gerade sehe, Overlords hier nicht als Armee. Ist ja auch okay. Übertrieben. Ja, was sollen sie machen? Zu Tode langweilen? Oh. Die können nicht ankotzen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was sie gegessen haben. Ich hab schon in einem anderen Cast mal gemeint, könnte sein, dass irgendwie dass die ganzen Zirklinge, also die Roaches und die. Ich glaube, die haben Spiegel dabei. Also das ist nicht in Ordnung, dass du hier gegen meine Truppen so hatest. Nee, das sind die gegnerischen Truppen. Deine sehen viel schöner aus. Deine haben Schleifen im Haar. wenn man sagen kann, dass die Viecher Haare haben. Meine sind ja auch rot. Borsten, ja. Bestimmt. Das ist bestimmt so ein Borstentier. Ein Borstentier? Ja, so eine Roach hat bestimmt Borsten.
Also ich seh Krallen. Warum kann ich ihn hier nach. Achso, hier ist natürlich der Bildschirm zu Ende. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich jetzt hier nicht nach links komme, um die andere Roach anzugucken. Was ist zu dem Spiel nochmal abschließend zu sagen? Von mir oder von dir? Ja, allgemein. Ach so. Hast du irgendwie einen schönen Satz? Also man sieht hier vorne die Siege Tanks, was die für Kills haben, ja. Also hier oben auf der Rampe. 17, 15 und 16. Und da willst du mir Das sagen, ist nice, ja, das sehe ich jetzt auch das zum sind ersten bestimmt 20 Kills, wo du meine weggehauen hast. Ja, aber das zählt für meine Erfolgsskala hier. Genau. Das mache ich immer, um das hochzupushen hier. Die, da fühle ich Schießt mich auch er, besser. Da wenn fühle ich mal ich. hier hingucke, wenn ich gerade hinten am Makron bin, ne? Genau. Ja, schießt sie mir von der Linke weg. Ja, wir haben einfach den besseren Tech gefahren, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also mit den Mudas hat das nicht so gut Also, funktioniert. als wir gesehen haben, dass sie da noch Hydras bauen, haben wir halt auch keine Lufteinheiten gebaut, was irgendwie behindert wäre. Weil Hydras an sich richtig viele DPS haben, wenn sie auf jeden Fall dann auch noch gegen Luft gehen, da kannst du kaum was machen, wenn so ein Bunch, was sie da hatten, mal reingeht, aber wir haben dann halt gut gekontert. Ja, das kann ich nur Hätte unterschreiben. der Feldsturm noch seine Upgrades gefahren, dann hätten wir sie richtig geownt, würde ich Ja, sagen. hätte der Das ist Feldsturm natürlich. Upgrades gefahren. Das habe ich in den anderen Spielen besser gemacht. Ja, passiert ab und zu, also. Also man kann im Prinzip nicht meckern, wir haben es gut gemacht. Wir haben im Prinzip das Bin ja. Timing haben wir diesmal wieder gehabt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir reinpushen. Und haben es im Prinzip mehr oder weniger dann nach Hause geholt. Also Ja, genau. ein Naja, der Heimsieg Gegner hat eingefahren. es auch ein bisschen Äxten ein bisschen schwer gehabt, die erstmal zu setzen und zweitens zu verteidigen. Das stimmt ja. Also es hätte auf jeden Fall eine Echse oben rechts sehen musst. Man nimmt ja dann die Steine als Sog eigentlich ja weg. Ja. Oder dieses Destructible Debris. Wie heißt das auf Deutsch? Trümmer? Gibt's hier noch welche? Guck ich mal schnell. Rechts oben, ja. Strömer, ja. Trümmer, ja. Also die nimmt man dann eigentlich weg und creept runter, damit man hier relativ beweglich ist. Aber naja. Also es war ein schönes Spiel. Und ja, es war auf jeden Fall eine Freude mit dir zu casten. Ja, Ich und hoffe, das, spielen ge sowieso, das hoffe ich doch. gefällt meinem einen Subscriber. Der andere bin ich, glaube ich. Also jeder fängt mal klein an, hoffe ich. Ich mache es ja nur zum Spaß. Es ist dann Ja. irgendwie so, dass ich da irgendwie mega berühmt werden will. Wenn es Kann auch gerne passiert, mal ne? dann meine Kontonummer mal Mal in die so rein Description reinschreiben. einblenden. Immer ins Ja. Spiel, einmal so ein Overlay. Genau, ja. So. Subscribe and pay oder irgendwie Ja, so. dass dann irgendwie das halbe Screen mit der schwarzen Balken voll ist, außer man bezahlt, dann gehen die Genau, so weg. die Ja, und Premium-User, die sehen dann auch was. du hast doch dann immer so einen abgehackten Sound, wenn du nicht bezahlst. Das wär's ja. Beziehungsweise, nee, wir machen einfach nur unten die Minimap schwarz und wir blenden alle Kämpfer aus. Oder nur die Minimap. Oder nur die Minimap. Und in der Mitte läuft ständig irgendwie ein Softporno oder irgendwie sowas. So ein französischer Wenn du Softporno. bezahlt hast oder wenn du nicht bezahlt hast? Das macht keinen Sinn, wenn Ist du eine nicht gute bezahlt Frage. hast. Ja, okay. Wollen wir Ja, nicht weiter hier wir Scheiße brechen das hier ab. labern? Ja, Brechen wir das ab. Ich hoffe, das Spiel hat euch ein bisschen gefallen. mir hat's gefallen. Guckt euch die Fehler an, die wir gemacht haben, die anderen gemacht haben. Dann könnt ihr ein bisschen. Wir machen mit Absicht natürlich immer ein paar Fehler rein, dass man. Genau. Ja. Ja, also wir lernen auf jeden Fall bei jedem Spiel was dazu, was so also die Aber das Replays stimmt. angehen. Wir waren auch immer besser. Also wie gesagt, ich habe das jetzt Ja. schon beim Plankton mal erzählt. Als ich angefangen hatte, hatte ich APM. Da war ich froh, dass ich 30 hatte. Mittlerweile komme ich gut auf meine 70. Ja, ich komme mit meinen 30 noch gut aus, glaube ich. Ich probiere natürlich auch schneller zu werden. Also jetzt keine Ja. Spam-Klicks zu machen, aber halt schneller zu schalten und Ja, also Zeug schneller nachzubauen, schalten, Gebäude den nachbauen, Echsen schleifen. Schleifpunkt besser treffen, ja. Genau. Und Und wenn man hammer dann vom fertig. dritten in den vierten schaltet, dann sollte man Genau. Gas geben. Alles klar. So, Gut, dann machen wir dann hier Feier. wir machen Feierabend, ne? Ich werde das Genau. dann rendern und Ja. bis zum nächsten Mal. Feldsturm Bis dann. und Plankton. Tschüss.